Hallo und herzlich willkommen bei Tariftipp.de zum Test des Sony Xperia 1 Mark V. Ja, das mittlerweile dritte Modell aus der 5er-Serie, das Xperia 5 und das Xperia 10 Mark V habe ich ja schon getestet. Jetzt also zum Schluss das Flaggschiff von Sony, das Sony Xperia 1 Mark V. Es kostete zum Marktstart noch, ich glaube, 1.399 Euro UVP. Mittlerweile wurde der UVP angepasst auf 1.279 Euro und online bekommt ihr dieses Smartphone jetzt für 1.200 Euro, ganz schön viel Geld für ein aber wirklich tolles Smartphone. Alles, was ihr wissen müsst zum Sony Xperia 1 Mark V, erfahrt ihr in diesem Video mit ganz vielen Beispielfotos. Ich hoffe, ihr habt Kaffee und Gebäck bereitgestellt. Ich wünsche euch viel Spaß. Los geht's. Ja, das Unboxing, wie schon bei den anderen Mark V Modellen, geht hier schnell vonstatten. Wir haben hier diese Pappschachtel. Ich finde, das ist ehrlich gesagt eines Flaggschiff-Smartphones nicht ganz würdig, aber immerhin ist es umweltfreundlich. Der Lieferumfang ist sehr übersichtlich. In drei Farben gibt es das Smartphone. Wir haben die schwarze Variante, dann gibt es noch Silber und so ein dunkelgrün, Khaki nennt sich das. Papierkram ist dabei in ganz vielen Sprachen, aber kein Netzteil, kein USB-Kabel, kein Kopfhörer. Ziemlich gerne die Leere hier im Karton dieses schönen Smartphones. Ja, wesentlich besser sieht es dann schon bei der Verarbeitung und bei der Wertigkeit aus. Das Sony Xperia 1 Mark V ist ein recht schmales Smartphone, 71 mm nur breit, Tiefe 8,3 mm, also Bautiefe. Gewicht 187 Gramm, das ist für ein High-End-Smartphone relativ moderat, Höhe 165 mm. Das liegt an dem 21:9 Format des Displays und hier seht ihr nochmal den Alurahmen. Also es ist gegen Wasser und Staub geschützt nach IP68, kann man also auch tatsächlich mit tauchen mit diesem Smartphone ohne Probleme. Und die Verarbeitung und die Wertigkeit, das kann man aber, finde ich, bei diesem Preis auch erwarten. Ist über jeden Zweifel erhaben, sehr schlicht, sehr, sehr schön dieses Smartphone. So, noch erfreulicher wird es beim Thema Display. Wir haben hier ein 6,5 Zoll großes OLED-Display im 21:9 Format und zwar mit einer Auflösung von 3840x1644 Pixels, also 4K-Display, ultrascharf, Pixeldichte 643 ppi. Blickwinkelstabilität ist super und ja, es ist ein OLED-Panel und natürlich kann man hier auch die Bildwiederholrate einstellen. Leider nicht auf Automatik. Das müsst ihr selbst entscheiden, ob ihr 120 oder 60 Hertz Wiederholrate eingeben wollt. Hier ist der Taster dafür. Finde ich ein bisschen schade, dass man das nicht adaptiv machen kann. Aber dafür gibt es jede Menge andere Einstellmöglichkeiten hier bei dem beim Display, bei der Bildschirmqualität. Also da werdet ihr bestimmt irgendwas finden, sodass das Display sich für euch gut anfühlt. Es ist plan und es ist auch sehr hell, maximal 1100 Candela, also auch in der Sonne. Überhaupt kein Problem hier mit der Ablesbarkeit. Ja, dieses 21:9 Format hat Vorteile beim Videoschauen, zum Beispiel hier Netflix oder Amazon Prime ist das, glaube ich. Man hat halt links und rechts keine Bildschirmränder, wie im Kino, wird komplett ausgenutzt. Anders sieht das natürlich aus, hier zum Beispiel bei einem YouTube-Video, wenn ihr Videos im 16:9 Format guckt, dann hat man halt links und rechts logischerweise dicke schwarze Ränder. Man kann das natürlich großziehen, das Video, aber dann entweder verzerrt man es oder man schneidet halt was ab. Hat halt Vor- und Nachteile. Wir machen weiter mit den Bedienelementen. Hier die Lautstärkewippe, dann der Powerknopf mit Fingerabdrucksensor und die Kamerataste. Den Fingerabdrucksensor zeige ich mal. Der ist schön schnell und auch sehr verlässlich. Das ist gut, weil es nämlich hier keine Gesichtserkennung gibt. Das hier ist die Kamerataste. Ein bisschen länger draufdrücken, dann wird die Kamera-App gestartet und dann könnt ihr natürlich auch Aufnahmen damit auslösen oder Videos damit starten. Also das finde ich schon ganz klasse. Unten haben wir dann den SIM-Slot und ein Mikrofon und den USB-C-Anschluss. Hier ist gar nichts und oben haben wir dann, hurra, ein Mikro und einen analogen Kopfhöreranschluss, das ist bei High-End-Smartphones überhaupt nicht selbstverständlich, ganz im Gegenteil. Und ich finde es einfach toll, dass Sony da immer noch dran denkt. Ich weiß auch gar nicht, warum die anderen das nicht machen. Ja, apropos Audio, das sind die beiden Lautsprecher, Stereo-Lautsprecher, auch frontal abstrahlend Richtung Hörer. Deshalb sind die Bildschirmränder hier auch ein bisschen dicker, weil die natürlich irgendwo untergebracht werden müssen. Auch die Selfie-Cam ist oben untergebracht. Es gibt hier also keine Notch oder irgendwas, was den Bildschirmeindruck schmälert. Auch das finde ich gut. Softwareseitig ist hier Android 13, glaube ich, vorinstalliert gewesen, aber es gab sofort ein Update hier auf Android 14. Und
Ja, das finde ich doch irgendwie ganz klasse, dass Sony da so schnell ein Update liefert. Das ist auch eine Stock-Android-Version nahezu. Also das ist eigentlich genauso, wie Google sich das vorgestellt hat. Ganz klasse. So, das sind hier die Schnittstellen auf zwei Seiten verteilt. Da kann man alles Mögliche ein- und ausschalten. Ich habe hier nochmal die 3-Tastensteuerung aktiviert. Gestensteuerung geht natürlich auch. Wenn ihr wollt, könnt ihr umstellen. Das war eben der Google Discover Newsfeed. Hier habe ich so ein paar Apps installiert und das sind alle Apps. Es gibt keine Werbe-Apps meiner Meinung nach. Ich habe zumindest keine gesehen. Selbst wenn, kann man die auch schnell wieder deinstallieren. Aber ich glaube, es sind keine Werbe-Apps drauf. Und ja, was ich auch bei den anderen beiden Mark V Modellen gezeigt habe, will ich hier auch nochmal zeigen. Aufgrund dieses sehr länglichen Hochkantformat-Bildschirms, so nenne ich diesen 21:9 Bildschirm mal, hat Sony hier die Möglichkeit eingebaut, dass man zwei Apps parallel laufen lassen kann. Ich zeige hier mal ein Beispiel. Oben YouTube, unten eine Webseite, also Chrome, Google Chrome. Kann man so ein bisschen hin und her wischen, wie man das gerade braucht. Also ich weiß nicht, ich persönlich bräuchte das nicht, aber es ist schön, dass Sony daran gedacht hat. Hier gibt es auch diesen Fenstermanager, der hat die gleiche Funktion. Ja, weiß ich nicht. So ein bisschen Geschmackssache, glaube ich. Ja, wo es sicherlich keine zwei Meinungen gibt, ist beim Thema Ausstattung und Performance hier knapp 1,5 Millionen Punkte im AnTuTu Benchmark Check. Es ist das schnellste Smartphone, das ich je hatte zum Testen. An Bord ist der Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 und man sieht es hier auch im Parachute Benchmark Test. Also da kommt der Test schon völlig durcheinander hier. Statt 70, 80 FPS steht da irgendwas von 20.000. Das kriegt er wohl nicht mehr geregelt. Wenn ich hier alle Details einblende, sind wir immer noch bei knapp unter 30. Das schaffen manche sogar nur bei weniger Details. Also das ist einfach ein Rennpferd. Wi-Fi 6E ist an Bord, Bluetooth 5.3, NFC ist auch dabei. 5G wird natürlich auch unterstützt. Und ja, der Arbeitsspeicher liegt hier bei 12 GB RAM und man sieht es einfach an allen Ecken und Enden hier, die Grafikkarte. Das funktioniert einfach, es flutscht einfach alles nur so. Klar, bei dem Prozessor, bei dem Preis ist das, denke ich, auch okay. Also das Sony Xperia 1 Mark V ist ein sehr schnelles Handy. Ja, nochmal ein kurzer Blick hier auf die Rückseite. Die ist geriffelt, da können also keine Fingerabdrücke hinterlassen werden und das liegt auch griffig in der Hand, finde ich sehr gut. Der Akku ist fest verbaut, 5000 mAh stark, kann natürlich schnell geladen werden mit 30 Watt, kann auch kabellos, also induktiv geladen werden und die Akkulaufzeit liegt hier bei etwa 10 Stunden, das ist in Ordnung. Hier ist der SIM-Slot, den kann man ohne Pinnadel rausholen, da könnt ihr eine MicroSD einlegen, also Speichererweiterung geht auch und, oder natürlich zwei Nano-SIMs. Der interne Speicher liegt hier schon bei fetten 256 GB, aber ist trotzdem noch um 1 Terabyte erweiterbar, auch nicht selbstverständlich bei High-End-Smartphones. So, jetzt kommen wir zum Kamerasetup. Hier die Hauptkamera löst auf mit 52 Megapixeln. Dann haben wir noch einen Ultraweitwinkel mit 12 Megapixeln und eine separate Telekamera, auch mit 12 Megapixeln, die übrigens mehrere Brennweiten bietet. Das ist tatsächlich ein Zoom-Objektiv von 85 bis 125 mm ist hier die Brennweite, umgerechnet auf das Kleinbild-Äquivalent. Das hier ist die Selfie-Cam, die löst auf mit 12 Megapixeln. Und ja, wir schauen uns die Foto- und Video-Apps an. Es gibt drei Stück. Ich zeige zwei etwas ausführlicher. Wir fangen mal mit der normalen App an. Hier ist der Brennweitenumschalter. Da seht ihr schon, es gibt diverse Brennweiten. Die Telekamera übernimmt erst hier ab 3,5-fach. Die vergrößert nämlich optisch 3,5-fach und geht dann hoch bis optisch, ja, was war das? 125 mm. Und ja, da seht ihr sie nochmal. Und die Ultraweitwinkelkamera hat übrigens ein Sichtfeld von 123 Grad. Sehr, sehr weitwinklig. Das ist doch prima. Also man kann hier wirklich alle möglichen Brennweiten abdecken mit guter Qualität. Ja, das sind die Schnellschalter. Das hat Sony alles hier in diesem Bedienfeld untergebracht. Das finde ich eigentlich sehr gut. Es ist alles schnell zur Hand. Bokeh ist dabei, ein Timer, unterschiedliche Farbfilter. Und ja, also damit kommt man sofort klar, denke ich. Das ist jetzt nicht weiter kompliziert. Und hier geht es sogar noch weiter. Hier kann man den Blitz steuern und auch das Bildformat kann man umstellen von 4:3 auf 16:9. Also das ist alles sehr übersichtlich. Und hier ist der kleine Umschalter zwischen Foto und Video. Und jetzt gleiches Spiel, habt ihr hier auch diese Schnellschalter. Da könnt ihr halt die Auflösung einstellen. Maximal könnt ihr hier Videos drehen mit 4K und 120 Bildern pro Sekunde. Absoluter Wahnsinn. Und ja, was haben wir dann noch? Da oben haben wir noch den Umschalter für Slow Motion, also für Zeitlupenaufnahmen.
Und ja, dann gibt es ja noch die weiteren Modi. Im Bereich Video gibt es ja noch so einen Panorama-Modus. Aber das schenke ich mir jetzt mal. Nee, Quatsch, im Fotobereich natürlich, Panorama. Was es auch gibt, ist hier, und das ist auch abgeguckt von den MSLMs, von DSLMs von Sony, sind diese unterschiedlichen Programmautomatiken. Es gibt mehrere manuelle Modi und dann gibt es auch noch hier Einstellungen. Also das, wenn ich das alles erklären würde, Leute, würden wir hier noch morgen noch sitzen. Deshalb spare ich mir das mal. Was ich mir aber nicht spare, ich will euch nochmal diese zusätzliche App zeigen hier. Das ist eine extra Video-App, die ist dann noch stärker angelehnt an die Alpha-Kameras von Sony. Hier habt ihr zum Beispiel statt fixen Brennweiten, habt ihr so einen Zoom-Bereich. Man kann hier auch manuell Fokus einstellen. Hier sind die ganzen einzelnen Einstellmöglichkeiten, was die Belichtung angeht. Verschlusszeit könnt ihr einstellen natürlich. Den Weißabgleich, den ISO-Wert und so weiter und so weiter. Also das ist schon sehr, sehr ausgefeilt. Da muss man sich dann auch schon einen kleinen Moment mehr mit beschäftigen. Hier seht ihr auch noch die Audio-Balken, also den Mikrofonpegel kann man hier auch noch einregeln. Das ist das Menü. Hier seht ihr auch nochmal tatsächlich 4K, falls ihr mir das nicht geglaubt habt, mit 119,85, also mit 120 Bildern pro Sekunde. Also das ist total irre. Und da merkt man einfach, dass Sony aus den Alpha-Kameras tatsächlich zumindest die Bedienung hier rübergeholt hat zu den Smartphones. Das war übrigens auch schon beim Xperia 4, also beim Xperia 1 Mark IV der Fall. Hier ist nochmal die zweite App. Das finde ich jetzt, um ehrlich zu sein, schon fast ein bisschen übertrieben. Also es gibt nicht nur diese Standard-Foto- und Video-App für, ich sag mal, Einsteiger, sondern es gibt zwei separate Video-Apps. Ich glaube, bei dieser hier gibt es ganz bestimmte Farbprofile, wenn es zum Beispiel oder auch Log-Farbprofile, also für diejenigen, die Color Grading im Nachgang bearbeiten wollen, ist das eine schöne Sache. Aber wie gesagt, vielleicht ist es auch ein Tick über das Ziel hinausgeschossen. Aber was natürlich toll ist, ist ganz klar, dass Sony hier so viele Möglichkeiten bietet wie kein anderer Smartphone-Hersteller. Das ist die Selfie-Cam und da würde ich sagen, schauen wir uns mal die Beispielfotos an. Jo, wir starten wie immer mit so ein paar Fotoproofs. Was ich sofort auffällig finde, ist, dass Sony nicht per Software so arg nachschärft, wie das viele andere Smartphone-Hersteller machen. Ich habe das Gefühl, die Schärfe, hier übrigens eine Bokeh-Aufnahme, die Schärfe kommt einzig und allein aus den Zeiss-Objektiven. Die haben ja sowieso eine hohe Güte. Und da braucht man auch gar nicht mehr viel nachzuschärfen. Und deshalb sehen diese Bilder sehr natürlich aus. Hier übrigens eine Nachtaufnahme im sehr dunklen Schuppen. Sie sehen nicht so überschärft aus und nicht so künstlich. Also es gibt hier keine Artefakte oder sowas. Es sieht tatsächlich ein bisschen ähnlich aus zu Fotos von DSLMs. So, hier haben wir eine Brennweitenreihe. Das ist der Superweitwinkel, auch mit natürlichen Farben. Das ist die Hauptkamera ohne Vergrößerung. Und das ist jetzt gleich eine zweifache Vergrößerung. Die kommt auch noch aus der Hauptkamera. Wir machen das gleiche nochmal, hier mit einem anderen Motiv, so einem Busch. Das ist wieder der Ultraweitwinkel. Das ist jetzt die einfache Vergrößerung mit der Hauptkamera. Das ist die zweifache, das ist immer noch nicht das Tele. Jetzt kommt aber erst das Tele ins Spiel, nämlich genau hier. Das ist jetzt eine 3,5-fache Vergrößerung optisch und dann eine 5,2-fache, immer noch optische Vergrößerung, nicht digital vergrößert. Jetzt wird es digital, das ist, glaube ich, 15-fach und frag mich nicht, das hier ist wahrscheinlich 30-fach oder so. Also es ist schon wirklich irre, was dieses Smartphone an Brennweitenbereichen bietet. Das ist hier mal eine Nachtaufnahme, ein Vergleich. Rechts das Sony, links habe ich mal mein Google Pixel 7 Pro dagegen gehalten. Macht euch selbst ein Bild, ich finde es vergleichbar, beide sehr gut. Und auch diese Selfies hier, die sind jetzt wieder mit dem Sony Xperia 1 Mark V natürlich gemacht. Hervorragende Qualität und das gleiche gilt für das folgende Video. So, kurzer Videocheck. Ich filme mit der Hauptkamera im Automatikmodus bei der Auflösung 4K mit 30 Bildern pro Sekunde. Das ist die Auflösung, mit der ich meine Videos schneide. Insofern habe ich die mal ausgewählt. Das Smartphone kann noch mehr. Es kann nämlich 4K mit maximal 120 Bildern pro Sekunde. Wahnsinn. Und ja, aber ich denke mal, 4K mit 30 sollte eigentlich reichen, zumal dann ja auch die Filme nicht ganz so groß werden, nicht so viel Speicherplatz einnehmen. Es gibt hier einen optischen Bildstabilisator, der ist jetzt auch aktiv. Und es gibt auch einen zusätzlichen elektronischen Bildstabilisator, der ist auch aktiv. Und ja, wie ihr seht, ist die Foto- und vor allem auch die Videoqualität
ist echt Bombe. Also wenn man dieses Smartphone besitzt und so viel Geld ausgegeben hat, braucht man eigentlich keine andere Kamera mehr mit sich rumschleppen, meiner Meinung nach. Das gilt vor allem auch insbesondere für Videoaufnahmen. Ich habe die internen Mikros genutzt und das soll es gewesen sein mit diesem kurzen Eindruck. Weiter geht's mit dem Fazit. So, wir kommen zum Fazit zum Sony Xperia 1 Mark V. Dieses Smartphone richtet sich meiner Meinung nach ganz klar an Leute, die Wert legen auf Image Quality im weitesten Sinne, sowohl was Fotografie angeht, aber vor allem auch was Video angeht. Also die Videoqualität bei diesem Smartphone möchte ich besonders hervorheben, die finde ich dramatisch gut. Vor allem natürlich in 4K mit 60 Bildern pro Sekunde, das stimmt irgendwie alles, die Schärfe stimmt, die Farben stimmen, die Belichtung stimmt. Es ist eben, das sagte ich ja eben auch schon, alles nicht so übertrieben nachgeschärft. Das geht mir manchmal so ein bisschen auf die Nerven, dass die anderen Smartphone-Hersteller mal so ein bisschen übertreiben. Sony macht das nicht. Es sieht alles sehr natürlich aus und ja, das habt ihr ja gesehen. Also ich finde es prima. Ich finde auch die Audioqualitäten prima. Wir haben tolle Stereo-Speaker hier, Dolby Atmos, Hi-Res Audio und eben noch diesen analogen Kopfhöreranschluss. Ich würde immer Wert drauf legen, wenn ich mir ein Smartphone kaufen würde, sowas zu haben, weil ich halt noch alte, tolle Kopfhörer habe, die ich auch einsetzen möchte. Und das geht bei den meisten High-End-Smartphones nicht. Hier beim Sony Xperia 1 Mark V geht es aber sehr wohl. Ja, was ich doof finde nach wie vor bei Sony, ist es dann, dass es keine Gesichtserkennung gibt. Der Lieferumfang ist auch eher so 1B, er ist bescheiden, um ehrlich zu sein. Und auch die Akkuladezeit und auch die Laufzeit ist für ein High-End-Smartphone eher mittelmäßig. Aber ich persönlich kann damit leben, ich brauche sowieso nur mein Smartphone einen Tag lang und dann lade ich es nachts wieder auf. Das war's, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so sein sollte, freue ich mich über einen Daumen hoch. Bitte besucht auch meine Webseite tariftipp.de. Ich wünsche euch einen schönen Tag, grüße euch und sage Tschüssinger, bis bald.